So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Fiora. Die wohl einzige Französin, die nicht zackt in LOL. So, in unserem Team Kleiner Ritter Amumu alias Static G. Swain alias Maxmore. Blutjaspitz Tarik alias Tankro, Mafia Graves alias FMGLP. Im Gegnerteam Fi für die Top Lane, Ashe Sona für die Bottom Lane, Syndra in der Mitte und ein Nocturne in den Jungle. Guarditz, wollen wir mal gucken, was das hier jetzt gibt. Also, wir sind Nummer 3. Ich nehme die Nummer 3. Ja. Wollen wir nochmal gucken. Also. Da ist die Kleine. Da. Da. So. Ja. Genug auf den Arsch geguckt. Also. Fange ich jetzt an? Ja, genau. Fiora. Die Passive von Fiora ist Duellantin. Fiora regeneriert jedes Mal, wenn sie normalen Schaden verursacht, 6 Sekunden lang insgesamt 8 Leben. Für den Champion ist es vierfach so viel Leben, das bedeutet 8 mal 4 ergibt 32. 42. Das ist so in der Art wie Lifesteal, nur halt Overtime. Fioras Q ist Ausfallschritt. Fiora hechtet nach vorne. Also ihr könnt praktisch einen Gegner so ranchargen und macht dann Schaden. Das könnt ihr innerhalb von ein paar Sekunden, 4 Sekunden, könnt ihr das nochmal machen, um eben nochmal an ein anderes Chill ran zu chargen. Chill. So, dann kommen wir zum W, dem Konter. Erstmal hat es die Passive, dass ihr 15 Angriffsschaden extra bekommt. Einfach so. 15, 20, 25, 30, 35, 40? Bin ich da bei 5 Aufladung? Auf jeden Fall erhöht sich das jedes Mal um 5. Das ist ziemlich cool. Und wenn ihr es aktiviert, wird der nächste Angriff, von der auf euch gewirkt wird, automatisch pariert und auf den Gegnern zurückgewirkt. Das gilt aber nur für normale Angriffe, also nicht für Skills. Aber es wirft nicht den Angriff zurück, sondern es wirft halt immer ein bisschen Art magischen Schaden dann zurück. Funktioniert gegen Champions, Monster und Großvasallen. Also kleine Vasallen gehen nicht. Türme gehen nicht. Also es ist, also, ja, das wäre halt doof, wenn das gehen würde. Das würde nämlich auch viel versauen. So, dann kommt Temposchub. Ein Skill, den ich als allererstes genommen habe. Wenn ihr Temposchub aktiviert, erhält Fiora zusätzlich, da seht ihr es, zusätzliches Lauftempo und Angriffstempo. Und ja, also das Lauftempo erhöht sich kommunikativ, das heißt, ihr könnt 3x7 Lauftempo dazu gewinnen, also 21% Lauftempo. Aber das gilt nur, wenn ihr 3x in dieser Zeit auch jemanden mit entweder mit Ausfallschritt oder mit einem normalen Angriff trefft. So. Wenn ein Champion in dieser Zeit getötet wird, ja, das gilt auch für Assists, wird die Abklingzeit von dieser Fähigkeit auf 0 runtergesetzt. Das heißt, ihr könnt es wieder aktivieren, so ähnlich wie Darius Ulti. Übrigens Skill-Reihenfolge Q, W, E und dann wird der E, Q, W und dann wird der E vollgehauen. So, kommen wir zu R, der Ulti von Fiora, auch Klingenwalzer genannt.
Eine Ulti, als Fiora rauskam, wurde gebrüllt und geschrien. Die Ulti wäre so OP. Die wäre so heftig. Man könnte damit überhaupt nicht wirklich gut was machen, weil das einfach viel zu heftig wäre. Ich weiß gar nicht, warum der Nocturne... Wer uns auf der Minimap ist, sieht es. Der Nocturne steht die ganze Zeit doof da. Und versaut hier wirklich komplett. Ich glaube, ich werde fast platt. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, nee, ich komm weg. Auf jeden Fall ist es so, dass Fiora zwischen Gegnern umherspringt und 5x 160 plus eine gewisse Anzahl an AD normalen Schaden an zufällig gegnerischen Champions. Wiederholte Treffer ist selbst für unseren 25% weniger. Das bedeutet, wenn ihr jemanden zweimal damit trefft, macht das weniger Schaden. Und jetzt wird... Wollten die eigentlich umbringen? Aber ihr seht, ich habe halt Lifesteal. Ich kriege halt Leben wieder. Und da haben wir das First Blood für uns verbuchen können. LOL, was war das denn? Moment. Das muss ich mir gerade noch mal angucken. Nee. Ja, genau. So, Moment. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt dabei sein, weil das sah echt cool aus. Kurz die Geschwindigkeit runtersetzen. Da kriegen wir First Blood. Ja, genau ist die Geschwindigkeit, okay. Und jetzt. Wie lange geht das eigentlich so? Okay, da kommt der Flash. Da will sie wegchargen. Und dann... Nein! LOL! Cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich darf einsetzen, wieder auf die Nummer 3 gehen. Wo war ich jetzt? Ach ja, mit der Ulti. Und zwar ist es so, dass dieser jeder Treffer-Treffer-Effekt auslöst, den ganz normalen praktisch auf den Gegner drauf. Und... Der erste und der letzte Angriff erfolgen gegen dasselbe Ziel. Das ist relativ praktisch, damit habt ihr mindestens einen Champion mindestens zweimal getroffen, wenn ihr eben ihn anvisiert. So. Und praktisch dabei ist auch, sie kann in dieser Zeit nicht angegriffen werden. Man sieht sie in dieser Zeit nicht. Das werdet ihr nachher sehen, sobald ich die Fähigkeit mal geskillt habe und aktiviere. Bisher bin ich Level 5. Hab meine Lane jetzt. Ach ja, das könnte ich auch noch machen. So, dann kommt der Jungler. Der Jungler mit Champ. Hat die Carry Support. Steht 3:1. Ich habe, wow, 4 mehr Farm und 1 Assist mehr. 3 mehr Farm. Naja, okay. Soweit noch einiges, okay. Hier kommt eine Sache, die viele Leute sehr, sehr schwer aufregt. Bei meinem Fiora-Bild. Und zwar spiele ich sie mit Berserker-Schuhen. Viele Leute spielen sie eben nicht mit Berserker-Schuhen, sondern spielen sie mit den Mercury-Threads. Mercury-Schuhe. Um eben die Resistenzen ein bisschen zu bekommen. Ich habe mir in dem Moment, oder halt mit generell einem Tank-Schuhart. Ich habe mir in diesem Fall gesagt, nö, ich will ein bisschen aggressiver sein. Die Vieh, dieses Spiel wurde aufgenommen, da kam Vieh gerade raus. Also es war, glaube ich, gerade 2-3 Tage war sie draußen. Und weder ich wusste, was ich gegen eine Vieh machen sollte, noch diese Vieh wusste, wie es anscheinend, wie sie Vieh richtig spielt. So, Nocturne hat auch nicht gerade so... Das ist übrigens die Ulti. Nocturne ist auch nicht so unbedingt das Beste hier, gerade am nur treiben. Aber wir kommen weg. Und das ist das Wichtige. Unser Mumu steht hinten im Counter-Jungle. Oh, anscheinend. So, 4:1. Ja, Mumu ein Kill, Swain ein Kill, Graves 2 Kills. Bei den Gegnern hat der einzelne Kill der Supporter. Da kam ein Rage Ignite. Das mache ich mit Fiora ziemlich gerne. Das mache ich generell auf der Top Lane sehr, sehr gerne. Wenn ich einen Nahkämpfer spiele. Einfach mal den Gegner igniten. Weil ihr seht hier, sie muss den Heal, also sie ist blau an HP. Und dadurch zündet sie automatisch den Heal-Trank.
Gott, also so langsam sind sie mich echt am Nerven. Das muss ich ja ehrlich mal gestehen. Also langsam haben sie mich oben echt mal genervt, wenn sie das schon zu dritt oben hochkommen. Da wollten sie mich anscheinend echt haben und wollten die Vieh ein bisschen unterstützen. Jetzt stehen zumindest die Jungler mit jeweils einem Kill da. Das ist auch nicht schlecht. Und da sieht man direkt ein sehr, sehr, sehr verstörendes Item. Ich habe mit Fiora ein sehr verstörendes Item-Build. Ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich einen Guide machen sollte, wie ich Fiora spiele, weil ich spiele Fiora eigentlich... Es funktioniert, ihr werdet sehen, es funktioniert und das ist ziemlich gut, aber es ist nicht das, was man sich normalerweise mit Fiora holt. Und es ist auch nicht das, was man eigentlich holen sollte. Aber, ne. Dazu ein andermal. Gut, oben fährt ein Farmier. Aber soweit. Es ist noch alles im Rahmen, alles noch anständig. Es geht alles noch. Und sie ist auch Level 6 jetzt. Aber Fiora ist halt... Man sieht Fiora sehr, sehr, sehr selten, ist mir aufgefallen. Weil sie halt nur gegen einen Adela-Top bestehen kann, der auch etwas mit Auto-Attacks aussetzt. Sie ist stark. Ich spiele sie sehr, sehr gerne gegen Darius zum Beispiel. Muss ich ehrlich sagen. Gegen Darius spiele ich sie sehr, sehr gerne. Aber was gegen Rumble oder so habt ihr keine Chance gegen. Gut. Ja. Es ist halt Toplane. Was soll man zu Toplane großartig sagen? Toplane ist mittlerweile, habe ich zumindest das Gefühl, die wohl am stärksten gegankste Lane. Also Mitte ist gar nicht mehr so wichtig, dass die gegankt wird, sondern der Toplaner, der Bruiser. Die ist wichtig, dass die gegankt wird. Und es ist gar nicht mehr so interessant, dass der AP-Carry in der Mitte gecarried wird oder der AD-Carry auf der Botlane, sondern viele der First-Ganks gehen nicht mehr nach oben auf die Top-Lane, sondern eher runter. Da kam ihre Ulti, da kam mein Flash, da musste ich weg, da kam ihr Flash. Rage Ignite. Da wurde ich weggebürstet. Ja, man sieht, die Vieh macht halt auch Damage. Das ist nicht gerade wenig. Und dadurch, dass sie mich halt sehr, sehr oft an ihrem Tower hält, habe ich das Problem, dass ich nicht anständig farmen kann. Andererseits, sie farmt genauso scheiße. So. Ich habe mir gedacht, ganz im Ernst, nee. Weder Wards noch Hearpods mehr gekauft. Macht man eigentlich nicht. Man nimmt eigentlich immer noch einen Hearpod mit oder noch einen Ward mit. Aber ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Tag auch nicht so gut drauf. Aber ihr kennt das ja mittlerweile, dass ich nicht nur Spiele nehme, wo ich irgendwie mit 80 zu 2 aus den Spielen gehe. Gut, 80 zu 2 ist ein bisschen übertrieben. Aber mit einem sehr hohen Wert. Gibt es natürlich auch. Es gab auch Spiele, wo ich mit Fiora mit 28 zu 2 oder so rausgegangen bin, aber ganz im Ernst, das ist nichts. Wofür? Weil für euch bringt das nichts. Und für mich bringt das auch nichts. Weil die sind Spiele, die dann nach 15 bis 20 Minuten so entschieden sind, dass ich euch weder noch einigermaßen gute bis schlechte Spielzüge zeigen kann, euch noch was über das Spiel erzählen kann oder generell irgendwas tun kann. Und jetzt kann ich einfach gar nichts tun, weil es bringt nicht viel. Mip, 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 mip. Aber deswegen am liebsten mache ich ja wirklich Guides für Supporter oder für Jungler. Mitte geht so. Aber Toplane mache ich sehr, sehr ungern. Ich spiele auch nicht so viel Toplane. Weil Toplane geht alles nachher, früher oder später ums Farmen. Da kam unser Momo. Wusste natürlich nicht, dass der Nocturne da ist. Hatten aber den Nocturne noch gesehen.
Aber es geht halt wirklich alles ums Farmen, einigermaßen Bruisen und dann am Ende. Am Ende seid ihr wichtig. Aber ich weiß nicht. Was macht der Momo da? Ach, er hat darauf gewartet, dass er in den Busch rein kann. Ich glaube, er wurde auf dem Vieh trotzdem gesehen. Bam, bam. Und ich laufe hier extra drumherum. Ich genau weiß, was sie vorhat. Bam. Da habe ich Tower getankt. 022. Nee. Nee, nee, nee. Da kommt direkt Mitte und Jungler wieder. Doppeltier, du für das blaue Team. Fick dich. So, ich habe glaube ich immer noch nicht... Doch, ich habe mittlerweile genug für Geld fürs nächste. Und man sieht, worauf ich hier gehe. Als First Item. Deswegen habe ich mir auch direkt die Schuhe rausgebaut, weil ich genau weiß, dass... Ein Turm des violetten Teams. Das kann dauern, bis ich mir das Item zusammengebaut habe. Bis ich Tiamat fertig habe, oder eben die Hydra, das kann dauern. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann hole ich mir eben direkt die Zweierschuhe, damit ich wenigstens mobil auf der Lane bin. Im Normalfall holt man sich als vor allem als AD-Bruiser, was Fiora nun mal ist. Und ein schwarzes Ball zuerst mittlerweile. Wie gesagt, ich persönlich bin da so mittelmäßig begeistert von. Aber ihr seht, Fiora ist echt übel, weil sie ist sau agil und sie spielt sich auch so leicht, als würde sie wirklich über den Boden fliegen, weil ihre Animation, ihre Bewegungen und so weiter sind so schön zu spielen, finde ich jetzt persönlich. Weil jeder Champion hat ja ein unterschiedliches Spielhandling. Es gibt Champions, die wirken so schwerfällig. Ein Cho'Gath wirkt so schwerfällig. Der kann mit dem Level noch so hoch sein, mit dem Fraß, und er wirkt umso schwerfälliger. Es gibt total einfache Champions. Champions, die wirklich sich schön bewegen lassen und so weiter. Und da finde ich auch, es gibt auch Skins, wo eben genau das eben verändert wurde. Beste Beispiel dafür ist der Pulsefire Ezreal. Mit Ezreal selber zu Last hitten. Sau einfach. Sau einfach. Ezreal ist, glaube ich, der Champion, mit dem ich am besten Last hitten kann. Aber auf der anderen Seite... Pulsefire Ezreal kann ich nicht mit Last hitten. Kann ich auch nicht so gut mitspielen. Es ist derselbe Champion, es ist aber eine andere Angriffsanimation. Goddammit, was ist heute los? Es ist einfach eine andere Angriffsanimation. Er spielt sich ganz, ganz anders. Viel schwerfälliger, viel träger. Finde ich. Und deswegen spiele ich auch lieber dann mit einem Skin, wo die Angriffsanimation immer noch dasselbe ist. Und hier seht ihr, Tiamat auf ihr ist halt wirklich so böse. Bam. Tiamat ist einfach schön. Auf Fiora ein Muss-Item, weil, wie gesagt, eure Ulti, das hat man in der Beschreibung nicht gesehen, ist so, wenn ihr in den Teamfight reingeht und ihr jumpt da so links, rechts, geradeaus drin rum. Es ist der Punkt, dass ihr auch in dem Moment, wo ihr so ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts geht, an drumherum stehenden Champions, an drumherum stehenden Champions und Zielen Schaden macht. Das heißt, ihr sucht euch da nicht nur 5 Ziele raus, sondern ihr macht dann ganz, ganz vielen Champions Schaden. Ja? Aber das steht nirgends. Das ist halt, das muss man halt wissen. Und mit Tiamat könnt ihr eben diesen Schaden, der an so vielen Zielen gleichzeitig gemacht wird, nochmal erhöhen. Schrägstrich, mittlerweile, man hat Tiamat ja schon vorher auf ihr geholt, mittlerweile kann man hier eben diese Hydra holen. Die gefräßige Hydra, die ich mir gerade geleistet habe. Weil die Hydra ist einfach, sie gibt Lifesteal dabei,
Man kann sie aktivieren und sie macht nochmal extra Damage. Die Hydra ist das Item für Fiora. Wenn ihr dieses Item habt, könnt ihr wirklich sagen, okay, ich hab alles. Ich bin Fullbild. Zumindest ist es für mein Empfinden so. Ich finde, das ist so. Und es fühlt sich auch im Spiel so an. Als wäre dann wirklich das Ende. Hier weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber es fühlt sich halt einfach so anders ab, dann das Spiel wirklich gelaufen ist. Das konnte man früher sagen mit dem alten Xin-Sao und dem alten schwarzen Beil. War es genauso. Ihr habt mit Xin-Sao, habt ihr schwarze Beil gekauft, habt euch hingestellt und konntet sagen, ich bin Vollbild. Das ist sowas wie wenn ihr euch hinstellt und mit Irelia sagt, ja, ich habe jetzt mein Trinity, ich bin Vollbild. Einfach nur, weil ihr die Core-Items schon habt. Das Core-Item-Set und auch Bild, das ihr für Fiora habt. Im Normalfall sind das immer so 2 bis 3 Items, auf die ihr dann aufbaut. Hierbei ist es so, ihr seid nur mit dem einen Item. Direkt Vollbild. Ihr seht es. Dieses eine Item garantiert euch den Vollbild. Es ist abartig. Also, Fiora war damals mit Tiamat, als in Season 2 das Tiamat noch stackbar war und nicht aktivierbar und sowas, war sie schon recht heftig. Aber jetzt, da man eben dieses neue Item draus bauen kann, diese Hydra, unschlagbar. Einfach unschlagbar krass gut. Ich bin, was das angeht, von diesem Item so begeistert und auch, ich stehe auch dazu, weil normalerweise nimmt man sich kein so ein fettes Item oder was nicht so viel bringt, als First Item. Ja, man kann sich ein schwarzes Beil holen, man kann sich eine klingende Endlichkeit holen als allererstes oder ein Blutdürster als erstes. Ja, aber keiner würde wirklich drauf kommen, dass man als allererstes eine Hydra holt. Eigentlich ist es Bullshit, weil die Hydra besagt einfach nur, man macht mehr Schaden, weil man macht AOE-Damage mit seinen Attacken. Gut und schön. Aber man macht ja nicht genug Schaden, damit der AOE-Damage wirklich was bringt. Ich sage, es ist total egal. Dieses Item macht einfach an Fiora alles so unglaublich stark. Was pinkt denn da so rum? Ach, ich weiß wieder. Es gab da so einen gewissen Herrn. Wartet. Ich möchte ihn ja nicht irgendwie zeigen oder so. Oder ihn bloßstellen oder so. Hier, ja. Das ist der Mumu, ja. Die meine ich, eigentlich. So, die ja unbedingt meinte, auf mir rumpingen zu müssen. Aber ihr seht, wie unglaublich schön das ist. Ihr könnt einfach draufbleiben, ihr könnt draufhämmern, wie ein Bekloppter. Ihr seht, was ihr euch mit der Hydra hochheilt. Gut, ich habe jetzt noch ein zweites Vampirisches, also in der Hydra selber ist ja noch ein Vampirisches Zepter mit drin. Und ich habe mir jetzt nochmal selber noch ein zweites Vampirisches Zepter geholt, weil Fiora überlebt so geil mit Lifesteal. Das ist so übelst cool. Und ihr seht, Hydra ist out. Im Sinne von, ich habe die Hydra gebaut. Ich stand 0 zu 2. Mittlerweile. Wurde ich gerade geburstet, was nicht so cool war. Unser Grave steht hier zwar ganz gut, aber nicht gut genug. Mittlerweile stehe ich 3 zu 3. Von 0 zu 2 auf 3 zu 3 hochgearbeitet. Und hier sind wir alle einzeln rein. Weiß nicht, ob das so gut war. Da war das Spellshield richtig schön gemacht von Nocturne. Dann würde ich dieses konnte er wirklich überleben. Da sind wir wieder. Und mit dem nächsten Item. Auch das ist ein kleines Item. Da. Klinge der Habgier. Höhere kritische Treffer,
Chance. Ihr kriegt Geld pro Sekunde, also ist ein GP5-Item. Und ihr bekommt 2 Gold extra für jedes Minion, was ihr tötet. Was, wie ihr euch vorstellen könnt, mit eben der Hydra extremst schön kommt, weil ihr seid einfach am Farmen wie ein Bekloppter. Hier sieht man hinter mir, FMJP meint so, nein, bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück. Aber, ne. Und ihr seht, die Gegner rennen nur, die sehen mich und rennen. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, ich lasse den Farm mit unserem AD Carry, weil der AD Carry hat weniger Farm wie ich. Der meisten Farm aus unserem Team. Im Gegner-Team sind die sogar besser. Aber hier, ihr seht halt, deswegen ist es halt so geil, 2 Gold einfach mehr zu bekommen pro Minion. Das gibt halt viel, das ist wie die Twisted Fate Passive. Ash hat's ja selber auch mit drin. Und ihr seht's. Ihr seid kein Tank eigentlich. Ihr haltet eigentlich nicht viel aus. Aber wenn ihr am Gegner dran seid, ist einfach Ende. Da war der erste Surrenderwood. Da dachte ich mir, stilig. Hab aber nicht gestört. So. Ich habe mir bisher wirklich nur die Hydra geholt und dann noch 2 kleine Items. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht... Doch, ich habe mir direkt den Atmas jetzt geholt. Atmas selber gibt mir jetzt bisher zwar erst 0 Angriffsschaden. Das kann ihm nicht sein. 25 Angriffsschaden extra. Aber was halt so extremst cool ist, ist... Was mache ich denn da? Warum bleibe ich denn stehen? Hallo? Egal. Was halt so extremst cool ist, ist, dass wir jetzt kontinuierlich mehr AD kriegen. Und das ist das, worauf ich mir bei Fiora immer wieder ein bisschen Sorgen gemacht habe. Hä? Ich meine, dass hier gerade in dem Spiel Pings rasseln ohne Ende, bin ich überhaupt nicht gewohnt. Aber dass ich doof rumstehe, das ist auch selten. Also das ist Fiora, wenn sie steht. Oder sich im Arm kratzen, da bin ich dann schon wieder da. Keine Ahnung, ob es mich da kurz rausgefetzt hat oder ob ich gerade irgendwas in Skype oder so am gucken war. Kurz am Schreiben war. Ich weiß es nicht, ist mir auch nicht so wichtig. So. Entschuldigung. Bah, sowas gehört ich in Let's Plays nicht. Nee. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich mich wirklich pur darauf konzentrieren kann, jetzt noch Leben mit einem Frosthammer und einem schwarzen Ball zu bekommen. Und nachher eben noch den Blutdürster fertig zu bauen. Das klingt nach einem sehr, sehr, sehr verstörenden Itembild. Es geht jetzt ab. Einen Moment. Ja, gut. Ich bewege mich nur auf den Laptop zu und sage einen Moment. Und sobald ich wieder weg. Ey! Hast du dich jetzt wieder gefangen? Kann ich dich jetzt wieder in Ruhe lassen? Noch einmal gehst du runter und dann gibt Ärger. Okay, Ärger. Jetzt sollte es wieder gehen. Läuft wieder flüssig. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch. Und da seht ihr es einfach. Einfach rüberflashen, einfach drauf. Alles, was ihr habt, einfach drauf. Auf jeden Champion. Und wenn ihr nur einen Skill habt, dann wird dieser eine Scampion auf den Schill gemacht. Genau. Nee. Dann wird dieser eine Skill auf den Champion gemacht und dann wird reingegangen. Mit Fiora könnt ihr euch einfach erlauben, einfach unendlich weit in die Gegnermassen reinzustürmen. Weil es wirklich total egal ist, was ihr tut. Wie gesagt, es ist einfach göttlich. Und ihr sucht euch immer ein schwaches Ziel raus. Ihr werdet als Fiora, dadurch, dass ihr Bruiser halt seid und auch extremst viel Damage mit sehr wenig Items raushaut, werdet ihr selbstverständlich gefokust. Ja. Aber, ey, ich sag's euch, es ist so geil. Ich mag Fiora. Fiora ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Ich spiele sie sehr, sehr selten, weil, wie gesagt, ich spiele nicht so gerne Toplane. Ich kann Toplane. Das geht.
aber ich spiele sie halt ungern. Total ungern. Nicht zuletzt, weil ich halt anderen Timos entgegentreten muss. Bam, bam. So. Und man sieht's einfach. Es ist... Unser Graves ist natürlich auch mit seinen 20-6 übelst gut dabei. Aber wir haben uns hochgearbeitet von 0-2 auf 5-3. Ja. So, Amumu steht 2-0-6, Swain steht 7-3-3, unser Supporter 0-2-22, das ist übel. Beim Gegner ist nichts da, steht 36-14. Toplane wurde von mir... Och, ich hole mir jetzt erst den Blutdürster, bevor ich mir... Okay, erst Blutdürster, dann Frosthammer, habe ich mich hierbei entschieden. Da ich den Gegner eh hinterher komme. Aber naja, Toplane wurde zwar ein bisschen einigermaßen mitgespielt, wurde aber vernichtet. Ist jetzt mal einen guten Farm, aber naja, was heißt gut? Im Vergleich gut. So. Aber Botlane wurde halt komplett zerstört. Und wenn ich komplett sage, meine ich auch komplett. Plus natürlich zusätzlich Mitte halt auch nicht gerade gefeedet. Also alles in allem. Von uns ein sehr, sehr, sehr solides Spiel. Ohne großartig Fehler, ohne Macken, ohne irgendwas. Und jo, ihr seht's einfach, es ist so schön. Bam, 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 bam. Gegner wollen jetzt immer noch surrendern. 3-2. Oh, wir haben sogar geschafft. Fieder. Echt ein Fieder. Er hat 7 Tode. Der Graves ist so schlecht, er hat 7 Tode. Nein. Ich wüsste aber gern, was mit meinem Rechner los ist. Und ob man das in der Aufnahme sieht. Ich möchte, glaube ich, gleich mal neu starten. Bevor ich das nächste Spiel aufnehme, das ich vorhabe. So. Ich würde jetzt sagen, ihr könnt abstimmen, aber könnt ihr nicht. Klag Ulti rein, klag hinterher und zack tot. Es ist einfach göttlich. Mit Fiora ist es einfach göttlich. Weil keiner weiß, woher dieser Schaden von Fiora wirklich kommt. Das weiß man einfach nicht. Weil die Skills, wenn ihr die durchgeht, der Q, der Skill, den ich als zweites maxe, macht 140 plus 100 sowie Leben. Ja, das ist nicht viel, das sind 250, 290, das geht. Der QWE macht 120% Angriffstempo und noch ein bisschen mehr Lauftempo dabei. Das ist nicht schlecht, aber... Alter, einen kurzen Moment. Hast du dich jetzt wieder gefangen, lieber braver PC? Bist du wieder ein schöner PC, ein lieber PC? Und hast auch so kacke zu sein. Danke. So. Atmas, Blutdürster. Nein, ich helfe dir nicht beim Dragon. Oh. Blaue Team hat Baron Nashor getötet. Oh. Das blaue Team hat den Drachen getötet. Oh. Das war gerade eine Menge Geld. Da seht ihr es, baue ich jetzt erst den schwarze Ball zusammen. Ich baue das schwarze Ball mit ihr eigentlich sehr, sehr spät. Normalfall aber eigentlich vor dem Blutdürster. Also erst den Atmas und dann das schwarze Beil. Aber naja. Man will sich ja nicht beschweren. Graves baut hier einen zweiten Blutdürster. Auch nicht schlecht. Gibt's auch. So. Das schwarze Beil ist halt... Ja, es ist nett, es ist gut. Es gibt Rüstungsdurchdringung, es gibt Leben, es macht Damage. Es ist ein schönes Seil. Bam, 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 bam. Saugeil. Einfach nur saugeil. So. Aber an für sich ist Fiora ein Champion. Man muss halt ein bisschen lernen, ihr umzugehen. Sie hat sehr, sehr viele Counter. Aber sie countert auch relativ viel. Man kann mit ihr sehr, sehr schön
wirklich die Top-Lane dominieren und nachher in Teamfights wirklich Damage drücken. Weil selbst eine Amumu-Ulti oder eine Sona-Ulti kann sie aus ihrer Ulti nicht mehr aufhalten. Die anderen sind am Fighten und ich dachte mir ganz im Ernst. Ah. GG. Gut. Ihr seht das Itembild. Ich starte mit Schuhen, Healpots. Baue dann das Tiamat fertig. Baue dann die Berserkerschuhe. Baue mir dann die Hydra direkt fertig. Dann habe ich zwar wirklich nur Berserkerschuhe und Hydra. Übrigens, wenn ihr die Schuhe immer nicht verzaubern wollt, die grüne Verzauberung, 15% mehr Lauftempo ist immer schön. Aber dann habe ich wirklich nur die Schuhe und Hydra, aber das reicht. Ab dem Moment gehe ich normalerweise dann, so schnell es geht, halt hole ich mir noch ein Mapius Zepter für noch mehr Lifesteal, weil das braucht ihr. Baue mir dann Atmas, baue mir dann im Normalfall das schwarze Beil und dann den Blutdüster, es sei denn, ihr merkt, dass ihr am Dominieren seid und Geld habt ohne Ende, dann könnt ihr das auch gerne rumdrehen. Und danach Schutzengel oder Frosthammer. Irgendwas in dieser Richtung, eins von beiden, kommt recht nice, kommt recht gut. Und ihr könnt noch eine Ägide versuchen. Halt etwas Tankiges, etwas, was euch Schwert etwas tankiger macht. Das war der Guide, Schrägstrich, das war das Spiel zu Fiora! Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Euer Black Seed. Ciao, ciao.